Chisinau angekommen, also in der Hauptstadt von Moldawien. Ich werde erstmal bei meinen letzten Stunden in Jasch beginnen. Also mein Host musste ich heute früh noch wecken, aber er wollte mich hier unbedingt noch zum Busbahnhof fahren. Hat mal wieder hingefahren, haben uns noch schön verabschiedet und seine Schwester auch noch, war so ein bisschen unangenehm, Tschüss zu sagen, fällt mir oft schwer. Und dann hat er mir noch geholfen, den richtigen Bus zu finden, der dann noch 5 Lei billiger war, als wir erwartet haben. Also habe ich 25 Lei bezahlt für die Fahrt von Jasch nach Chisinau. Was umgerechnet, sowas ungefähr sind von 6 Euro für eine Fahrzeit von ca. 3,5 Stunden und 150 Kilometer. Ja, wir sind alle in den Bus eingestiegen, waren ganz froh, dass der Bus nicht voll war, weil es ein kleiner Mikrobus war, also ein Kleinbus halt, und wir unsere Sachen alle hinten reinstapeln konnten und nicht auf unseren Knien transportieren mussten. Und wir sind dann Richtung Grenze gefahren. Als wir so eine Stunde durchgeschüttelt wurden bei den wunderschönen rumänischen Straßen, die Richtung Grenze immer schlimmer wurden. Als wir an der Grenze ankommen, habe ich mich gewundert, warum uns die Rumänen schon aussteigen lassen aus dem Bus. Wir mussten einzeln vortreten und mussten unseren Reisepass einreichen. Und für alle Leute, die keinen moldawischen Staatsangehörigkeit hatten, gab es immer noch ein kurzes Interview, warum wir nach Moldawien fahren. Und bei mir gab es natürlich wieder das längste, weil ich da keinen Chip im Reisepass habe und das für sie ein bisschen merkwürdig ist. Das heißt, er hat mich nach meinem Führerschein gefragt und nach meinem Ausweis, die ich ihm beide noch vorlegen musste. Und dann hat er mich noch gefragt, was ich denn in Moldawien will. Und dann habe ich erklärt, dass ich einen Freund besuchen möchte. Also I want to visit a friend. Und er hat mich dann gefragt, a friend or a girlfriend. Und das war halt alles so ein bisschen merkwürdig, weil ich mir dachte, das geht dich gar nichts an. Dann habe ich ihm gesagt, dass das zwar ein Mädchen ist, aber nicht meine Freundin. Da meinte er, was für eine Nationalität hat denn deine Freundin? Und dann wurde das immer merkwürdiger für mich. Und dann meinte ich, Deutsch, aber das spielt doch keine Rolle. Und dann war er damit eigentlich irgendwie mehr oder weniger zufrieden mit der Antwort und meinte, warum ich nach Moldawien gehe und nicht so, weil ich halt Freunde treffen will. Er meinte, ob Moldawien denn schön ist und ich so, naja, viel zu sehen gibt es im Land leider nicht. Aber ganz viele nette Menschen, die leider unter sehr ärmlichen Bedingungen hausen. Er meinte, er war noch nie in Moldawien. Da meinte ich, so, als Grenzpolizist sollte das schon wenigstens mal tun. Aber ich war überrascht, wenigstens sein Englisch war okay. Damit hatte ich gar nicht mehr gerechnet, dass Grenzpolizisten ein gutes Englisch sprechen. Ja, und dann sind wir alle wieder in den Bus rein und ungefähr 50 Meter gefahren, also einmal über einen kurzen Fluss, über eine Brücke. Dann hieß es wieder aussteigen, diese mit Gepäck noch komplett auspacken. Also erstmal nur auf eine Bank legen. Eins von den moldawischen Mädchen hat ihre Handtasche vergessen gehabt im Bus und als die etwas völligere Grenzbeamtin angefangen hat, den Bus zu durchsuchen, hat sie die Tasche gesehen, hat geschrien, wenn ihm die Tasche gehört und ob sie nicht zugehört hätten, also auf Russisch dann halt. Und haben sie mir das dreimal entschuldigt und haben ihre Tasche mitgenommen. Dann wurde der Bus von unten noch durchleuchtet, dann haben sie angefangen halt speziell von den Moldawiern die Taschen sehr stark zu kontrollieren. Und als ich meinen Backpacker aufmache und die sieht, dass es ein riesiges Durcheinander ist und ich den komplett von oben aufmachen können müsste, um alles einzeln rauszunehmen, fragt sie, was ich drin habe und ich so, na, Sachen und ein bisschen was zu essen. Und die so, keine Drogen, kein Alkohol, keine Zigaretten. Und ich so, nein, sicher? Ich so, ja. Und dann hatte der Junge aus Großbritannien neben mir relativ Glück, weil bei ihm hat sie nur noch ganz läppisch drüber geguckt und er musste ihr nicht mehr antworten, weil sie wahrscheinlich dachte, dass wir zur gleichen Reisegruppe gehören. Taten wir aber nicht, wir haben uns rein zufällig in den Bus getroffen. Der ganze Prozess hat dann also ungefähr eine halbe Stunde gedauert an der Grenze, es war ganz gut. Eigentlich dauert es mindestens eine Stunde, aber irgendwie war kein Bus vor uns. Und das heißt, wir kamen gleich auf die Busspur und dann halt weiter. Nachdem halt der Busfahrer noch kontrolliert wurde und der gesamte Bus auseinandergenommen wurde, konnten wir alle wieder einsteigen, konnten weiterfahren. Ja, und dann ging es weiter nochmal ungefähr 2-2,5 Stunden auf moldawischen Straßen. Erst habe ich mir ein bisschen die Gegend angeguckt und das war auch ganz interessant zu sehen noch und die Dörfer halt, weil die Dörfer sind hier echt sehr, sehr arm dran. Was wie Autos gibt es selten oder wenn, dann maximal einen Traktor. Gepflasterte Straßen in den Dörfern an sich auch nicht. Fließend Wasser auf keinen Fall. Strom meistens schon noch. Und Gas. Gas haben viele Häuser auch noch einen Gasanschluss. Das sieht man, weil die Gasleitungen wild über der Erde verlegt wurden
und in gelb angestrichen sind. Ich wollte dann eigentlich schlafen noch, aber schlafen ging nicht, wegen dem ganzen Gewackel in dem Bus und der schlechten russischen Popmusik, die gespielt wurde die ganze Zeit. Und dann wollte ich eigentlich was lesen, aber lesen ging auch nicht wegen dem ganzen Gewackel. Das hieß, ich musste mir die russische Popmusik anhören und weitergucken. Aber als ich in Moldawien angekommen bin, wurde ich in Chisinau irgendwo rausgeschmissen, nicht mehr auf dem Bahnhof, Busbahnhof, wo ich gedacht habe, dass ich rauskomme. Und dann habe ich meine, musste ich erstmal mal eine Freundin, die ich besuchen wollte, also Mascha, hin koordinieren, dass sie mich dort abholt. Und das ging dann ungefähr eine halbe Stunde auch und dann war das ganz okay. Wir haben heute einen ganz witzigen Tag miteinander verbracht noch. Und mit ihrem Freund, das war eigentlich ganz lustig. Haben noch ein bisschen in Chisinau rumgelaufen, haben vor allen Dingen viel gequatscht, weil ich hatte sie seit 2 Jahren nicht mehr gesehen, weil sie kein Visum bekommt für die Europäische Union. Und ich sehe sie morgen wieder. Leider muss Mascha viel arbeiten und studieren nebenbei noch und das ist alles ein bisschen schwierig. Und deswegen hat sie morgen auch noch Uni und musste irgendwie 3 Stunden hin oder 4 Stunden. Und dann sehen wir uns davor und danach. Und eigentlich wollte ich auch noch den Tag da drauf da bleiben, aber dann hat sie Universität und muss arbeiten. Das heißt, dass sie von 10 früh bis um 10 Uhr abends komplett eingespannt ist. Und dann habe ich mir gedacht, dass sich das nicht lohnt, hier in Chisinau zu bleiben, weil ich hier schon mal war und mir die meisten Sachen angeguckt habe. Und deswegen werde ich wohl morgen den Nachtzug nach Bukarest, also nach Rumänien, nehmen. Überraschenderweise bin ich noch in Moldawien. Ich war heute mit Mascha am Bahnhof und habe mir eine Zugfahrtkarte geholt. Und wir haben die Fahrkartenverkäuferin gefragt, wann der Zug abfährt. Und wir beide sind der festen Überzeugung, dass sie meinte 7:30 Uhr abends. Wir haben leider nicht mehr auf die Fahrkarte geguckt, sind dann zu ihr nach Hause gefahren, haben noch gegessen und um 6:10 Uhr wollte sich einfach nur mal Maschas Freude meine Fahrkarte angucken und sieht, dass da drauf steht, der Zug fuhr 17:30 Uhr. Ja, dann war der Zug ja schon weg. Dann hat Mascha noch versucht rumzutelefonieren, ob ich noch irgendwo den Zug abpassen könnte. Wir hatten ein Taxi überlegt, aber das hätte sich auch nicht gelohnt. Und sie hat einen Bus gefunden, der mich zur Grenzstadt fährt, nach Rumänien. Dort steht der Zug ungefähr 2 Stunden, weil er umgespurt werden muss. Aber ich hätte mit ein bisschen Glück eine halbe Stunde Puffer gehabt, ohne zu wissen, wie ich vom Busbahnhof zum Bahnhof komme und so weiter und ob der Zug wirklich 2 Stunden braucht oder ob er schneller ist. Einfach nur. Da mir das alles so unsicher war, habe ich beschlossen, hier zu bleiben und noch eine Nacht in Chisinau zu schlafen und morgen noch ein bisschen rumzuziehen. Ja, das passiert halt in Osteuropa. Wenn man nicht richtig zuhört, fährt der Zug halt nicht. Und auf dem Zugplan, der im Bahnhof aushing, stand sowieso 19:10 Uhr drauf. Schlimmer wäre es gewesen, wenn ich einen Flug verpasst hätte. Dafür habe ich mir gestern noch schön Chisinau angeguckt oder Chisinau oder Chisinov, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Hat schöne Ecken die Stadt, aber im Allgemeinen ist sie nicht so sehr schön. Außerdem ist sie im Augenblick sehr grau. Aber als letztes Mal im Sommer hier war, war sie unwahrscheinlich grün, weil sehr viele Bäume hier sind, sehr viele Sträucher und das Klima auch sehr freundlich dafür ist. Also im Sommer lohnt sich ein Besuch in Chisinau schon, dann Chisinau. Im Frühling nicht. Aber dafür bin ich nicht hier. Ich bin hier, um Mascha zu besuchen, weil ich sie seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe und sie ja kein Visum für die Europäische Union bekommt. Ja, gestern bin ich noch ein bisschen über den Basar hier gelaufen und hab meine Russischkenntnisse ein bisschen aufpoliert. Das war ganz witzig, auf Russisch noch zu feilschen. Ist mir aufgefallen, dass mein Russisch ganz schön eingerostet ist, aber so eine Sachen machen das natürlich immer schon ganz schön witzig. Ja, morgen werde ich noch ein paar Sachen am Computer machen und dann in die Stadt ziehen wahrscheinlich und dann Ticket holen, dann langsam wieder Richtung Bahnhof aufbrechen. Zu Moldawien in Chisinau selbst sind sehr viele Leute, die betteln und sehr viele Leute, die irgendwelche Kleinigkeiten versuchen zu verkaufen, um sich 1, 2, 3 Lei zu verdienen in der Stunde, was umgerechnet keine 20 Cent sind. Ich habe da mit Mascha gesprochen, habe gefragt, was so die Mindestbezahlung ist und der Mindestlohn sind 5 Lei, moldawische Lei. Und das ist umgerechnet ungefähr 30 Cent und das verdienen hier sehr, sehr viele Leute. Natürlich kann man von 30 Cent in der Stunde nicht leben, aber irgendwie funktioniert das hier trotzdem. Mir ist aufgefallen, dass es in Chisinau weniger Straßenhunde gibt als in Bukarest oder in Iași zum Beispiel. Das ist mal eine ganz angenehme Entwicklung hier. Dafür sieht man viel mehr kranke Menschen. Also ich glaube, die Gesundheitsversorgung in dem Land ist nicht angenehm. Und das oberste Gebot ist immer wieder Hände waschen. Hände waschen und Hände waschen. Auf jeden Fall erinnert mich Mascha daran immer wieder, dass ich mir schön die Hände waschen soll.
ganz lustig und ganz witzig. So, das war's dann erstmal von mir.